Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und herzlich willkommen zum Jumpy Marathon Nummer 3. Genau, ich habe ja schon zwei Jumpy Marathon Videos gemacht. Beim ersten Jumpy Marathon, da bin ich auf meinem weißen englischen Vollblut geritten von der dritten Generation. Da habe ich tatsächlich sehr gut abgeschnitten. Beim zweiten Jumpy Marathon, da bin ich auf meinem Knappstrupper geritten. Das lief leider nicht ganz so gut. Ich glaube, da habe ich nur 3 Medaillen geholt und das war, glaube ich, 3-mal der dritte Platz oder irgend sowas. War auf jeden Fall nicht so gut. Und ja, dieses Mal nehme ich hier meinen wunderschönen schwarz-weißen Araber Pinto mit. Die Araber Pintos sollen ja, wie gesagt, sehr gute Jumpy-Pferde sein, weil sie sehr klein sind, sehr schnell, sehr wendig. Und ja, sind auf jeden Fall sehr gute Pferde. Sie erfüllen auf jeden Fall sehr gute Bedingungen. Aber wie immer, das Pferd ist natürlich nur so gut wie der Reiter selbst. Also ich muss natürlich auch sehr gut reiten und gut durchkommen, logischerweise. Ich trage hier das wunderschöne neue Geländeritt-Outfit in Schwarz-Weiß. Ein Träumchen ist das. Ja, ich habe es tatsächlich komplett von Jorvik Schilling gekauft. Also natürlich das Oberteil, das kann man nur von Starcoin zahlen. Ansonsten der Rest alles mit Jorvik Schilling bezahlt. Jawohl. Gut, die Mütze trage ich jetzt nicht. Da habe ich mir jetzt ein schwarzes Beanie aufgesetzt, weil ich finde, die Mütze sieht auf meinem Kopf hier irgendwie ein bisschen komisch aus. Na gut, egal. Ich habe auf jeden Fall genug drumherum geredet. Ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Jumpy. Und an dieser Stelle wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Und da geht das erste Championat auch schon los. Es ist das Vale Day Championat. Ja, mal gucken, wie das Championat läuft. Mal gucken, wie der Jumpy Marathon läuft. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Mit dem Araber Pinto sollte es ja relativ gut klappen, wenn man nicht hängen bleibt, so wie ich. Oh wow, oh wow, oh wow. Oh mein Gott, hier bin ich ja Ewigkeiten nicht mehr hängen geblieben. Und gleich beim ersten Hindernis so... Wow. Und das gerade in einem Jumpy... Wow, okay, ich bin gerade... Oh mein Gott, war das bescheiden geritten. Boah, okay, ja. Wenn es so anfängt, wird es wahrscheinlich genauso weiterlaufen. Oh Mann, nein. Also damit habe ich ja wieder hängen geblieben. Damit habe ich ja jetzt wirklich überhaupt nicht gerechnet. Okay. Ja, zu früh gefreut. Oh, da war eine Dose. Verdammt. Oh, da war Jute. Ah, sehr schön, brauche ich. Naja, immerhin kann ich ein bisschen Müll im Pflanzenleben bei einsammeln. Das ist ganz gut. Hey, Gott, auf Platz 12. Ich fasse es ja nicht. Okay, ja gut. Das kriegen wir hin. Das war gerade mal das erste Jumpy. Es folgen noch... Warte mal, wie viele Jumpys gibt es eigentlich? Waren das 9? Oder 10? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall stehen noch sehr, sehr viele Championate vor uns. Das war gerade mal das erste. Das kriegen wir hin. Cloud Knight... Das kriegen wir hin. Das können wir besser. Ey, guck mal, ich habe mich immerhin schon auf Platz 10 gerettet. Ey, wir sind unter die besten 10. Also komm. Ja, also, ne? Komm schon. Das ist gerade noch so zu verkraften. Es ist okay. Bis jetzt. Ist da jemand hängen geblieben? Ist da gerade jemand hängen geblieben? Nee, okay. Schade. Ich dachte, da ist jemand hängen geblieben. Sonst wäre ich einen Platz nach vorne gerutscht. Aber ich bin immer noch auf Platz 10. Schade. Ach Mensch, also der Fail am Anfang, der war echt gemein. Wäre der nicht gewesen, hätte ich vielleicht eventuell gut platziert werden können, weil guckt mal. Oh, guckt mal, ich habe mich auf Platz 8 gerettet. Oh, auf Platz 7 gerettet sogar. Naja, okay. So, und ich bin im Ziel. Sehr schön. Ja gut, was soll ich sagen? Das erste Championat hat jetzt nicht so gut funktioniert, aber ich wünsche auf jeden Fall den ersten 3 Platzierten einen, ja, herzlichen Glückwunsch zur Schleife. Tiffany Greatland, Alina Beachheart und Lena Shipsky, herzlichen Glückwunsch. Es hat noch mitgemacht. Emily Songtree, Camilla Desert Cat, Rowan Jungleman, dann komme ich auf den 7. Platz. Alexandra Overlook, Scarlett Popdaughter, Sakura Cloudheart, Elena Springrock, Leni Breezewill, Stella Monsten, genau, und Caroline Jungle hier. Nur 14 Leute haben mitgemacht. Okay, Leute, das war das Vale Day Championat. Wir sehen uns beim nächsten Jumpy. Mal sehen, ob es dann besser funktioniert.
So, neues Champi, neues Glück. Wir befinden uns beim Silverglade Championat. Ich bin wieder mal Gruppe 1. Ich glaube, im letzten Champi habe ich vergessen zu sagen, dass ich Gruppe 1 bin. Aber ich komme halt in keine andere Gruppe mehr als Gruppe 1. Deswegen brauche ich das, glaube ich, gar nicht mehr zu erwähnen. Ja, der Start bei Valday hat ja nicht so gut funktioniert. Hier war es bis jetzt besser. Mal gucken, wie das Championat läuft. Silverglade ist ja so lala, würde ich sagen. Ich kann es so mäßig gut. Ich mache aber mit Absicht eine gewisse Abkürzung nicht, weil ich die einfach nie schaffe. Ich schaffe die einfach nicht. Ich habe die schon, ohne dass ich mal ein Video gemacht habe, da immer mal die Abkürzung ausprobiert. Wie zum Beispiel hier gleich. Die Abkürzung, die hier gleich kommt. Und ich schaffe es immer nicht dadurch. Entweder bleibe ich hängen oder ich verpasse die Fahne oder keine Ahnung was. Ich bin einfach, glaube ich, zu dumm für diese Abkürzung. Deswegen, nee, ich lasse es lieber. So, ja, Platz 4. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wer ist denn hier vor mir? Bianca, Tiffany und Alexandra. Oh, Alexandra. Sehr schön. Alexandra ist eigentlich auch immer eine sehr gute Champi-Kandidatin, sage ich mal. Ja, vorne an der Spitze natürlich alles nur Araber Pintos. Wer hätte es gedacht? Das ist ja mal ganz was Neues. Oh mein Gott. Die Araber Pinto Armee, die ist da. Es ist wirklich ein... Oh Gott, Zaun! Nein! Nein! Nein, 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 nein. Oh nein. Ich bin an den Zaun gedämmert, hatte einen Schlenker drin und dann bin ich an die Kuh gerammelt. Nein, schon wieder so ein mega dummer Fehler von mir. Ich fasse es nicht. War auf Platz 4. Oh, wenn es gut gekommen wäre, hätte ich mir noch eine Medaille holen können. Oh, nein. Nein. Oh, ihr glaubt gar nicht, wie ich mich gerade ärgere. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nein, weil ich zu dicht am Zaun lang Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Es wird schon wieder Platz 7, oder? Und schon wieder Platz 7. Okay, langsam kann ich die Zahl nicht mehr sehen. Ist zwar gerade mal das zweite Mal hintereinander, aber das reicht schon. Oh, Mann. Ja, ich habe ja gesagt, so wie es angefangen hat, so wird es wahrscheinlich auch weitergehen. Und bis jetzt geht es auch so weiter. Oh Gott, wow. Okay, erstmal herzlichen Glückwünsche an die drei Schleifchenträger. Das wären in diesem Falle Tiffany Greatland, Alexandra Overlook und Rowan Jungleman. Herzlichen Glückwunsch. Es hat noch mitgemacht Fanny Springhalf, Dorina Polarhome, Nina Volcanhand auf Platz 7 wieder mal. Ich... Penelope Diamondhammer, Dasha Fargoat, sorry, Caroline Mantis Cloud, Bianca Peace Deep, Esther Castleskin, Hannah Beachland, Willow Silent Tea, Astrid Kristen Hill, Lila Snowwave. Die haben mitgemacht. Ja, das Champion war wieder mal kein voller Erfolg, würde ich sagen. Einfach nur dumm gegen den Zaun geprescht. Na wunderbar, Bella. Okay, egal. Beim nächsten Championat wird es hoffentlich besser. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Und schon befinden wir uns im dritten Championat. Wie ihr unschwer erkennen könnt, befinden wir uns beim Viergroove-Championat. Los, Cloud Knight. Mama möchte eine Medaille. Langsam wird's Zeit. Gut, es ist gerade mal, in Anführungsstrichen, das dritte Championat. Also ich kann, wenn ich möchte, wenn ich gut genug bin, noch relativ viel rausholen. Und es leckt so unglaublich stark. Warum nur? Ah, oh, ich hasse diese Lecks. Oha. Das ist etwas behindernd. Oh Gott, da war ein Schlenker drin. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Bis jetzt bin ich Platz 5. Okay, das kann ich besser. Ich muss mich nur ein bisschen konzentrieren. ja, mal schauen. Platz 4. Okay, ich werde immer besser. Ich darf nur nicht failen. Ich darf nur nicht failen. Platz 5. Okay, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen wieder mal. Es sind viele gute Reiterinnen dabei, die ebenfalls ihre Araber Pintos rausgepackt haben. Ausgepackt, sorry. Oh ja, ja, das lief gut. Ich habe mich auf Platz 2 gekämpft. Oh mein Gott. Ja, jetzt bloß keinen Fehler machen. Wirklich. Keinen Fehler machen. Der Bagger, der hau ab, du. Oh, du. Oh Gott. Okay, das ging gut. Ich bin letztens so stark bei diesem Bulldozer. Habe ich Bagger gesagt? Bulldozer. Bei diesem Bulldozer hängen geblieben. Das war echt nicht schön. Ich bin Platz 3. Okay. Ich denke mal, die anderen sind wirklich ganz, ganz dicht hinter mir. Und wird's eine Medaille? Wird's eine Medaille? Ja, es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber ich habe eine Medaille. Yay! Yes, beim dritten Champi den dritten Platz geholt.
Sehr gut. Ich bin zufrieden. Ja, auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch an die Schleifchenträger. Tiffany Greatland, Rowan Jungleman und halt ich auf dem dritten Platz. Dann hat noch mitgemacht Anouk Truthsea, Chloe East Host. Ich kann wieder nicht lesen. Dorina Polarholm, Ivana Eveningside, Aisha Goldclass, Nina Roseforce, Jamie Icepark, Violet Sun Sandwild, Emma Noblewhale, Vani Blueberry Pie und Sabina Moose Deep. Wieder mal nur 14 Teilnehmer. Okay, ich bin eigentlich so 18, 20 Teilnehmer gewohnt. Aber egal, das war auf jeden Fall dieses Mal ein voller Erfolg. Mal gucken, ob es beim nächsten Champi genauso gut läuft. Und ja, wir sehen uns bei Champi Nummer 4. So, Championat Nummer 4 ist das Wayday-Championat, wollte ich sagen. Nein, das ist natürlich das Moorland-Championat. Mal schauen, wie es läuft. Wenn ich gut durchkomme, dann habe ich eine sehr gute und sehr große Chance, tatsächlich eine Medaille zu holen. Wenn ich allerdings einmal irgendwo hängen bleibe oder stehen bleibe, dann war es das leider schon. Deswegen muss ich hier wirklich sehr gut aufpassen und mir große Mühe geben, auch gut zu reiten. Sonst wird das leider nichts. Oh Gott, der Stein! Das war knapp. Okay, das war wirklich haarscharf. Und wow, warum ist das Urpferd so weit vorne, die Alina? Was? Und warum bin ich auf Platz 8? Ich bin echt ziemlich weit hinten. Wow, obwohl ich kaum jemand vor mir sehe. Die Server müssen schon ein bisschen, die sind ganz schön verzögert. So, das hier ist meine Chance, gut abzuschneiden. Komm gut runter. Ja, das war sehr gut. Das war sehr gut. Aber die anderen Mädels sind auch alle sehr gut runtergekommen und durchgekommen. Okay, wir schauen mal. Urpferd ist ja eigentlich nicht ganz so wendig. Vielleicht habe ich da nochmal eine gute Chance, einen Platz weiter nach vorne zu rutschen. Aber ich sehe halt nichts. Ah, das Urpferd ist so groß und so dicker. Genauso wie die Shires. Wenn die Shires relativ weit vorne sind, dann versperren die einen so mega krass die Sicht. Das ist unglaublich. Okay, ich bin Platz 7, obwohl ich so gut durchgekommen bin. Aber die anderen sind halt auch alle durchgekommen. Also gut durchgekommen. Oh mein Gott, oha. Okay, das war ja ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen. Es sind ja die ersten 7, 8 Plätze fast alle gleichzeitig reingekommen ins Ziel. Boah, also das war echt haarscharf. Krass, oder? Ich bin relativ gut durchgekommen, habe keinen einzigen Fehler gemacht und bin trotzdem nur auf Platz 7 gelandet. Das ist echt interessant. Also, es waren viele Spieler dabei, die allesamt wirklich sehr gut waren und gut durchgekommen sind. Ihr habt es ja selbst gesehen. Also, wow, krasses Champion auf jeden Fall. Ja, herzlichen Glückwunsch an die Platzierten, an die Schleifchenträger. Das wären einmal Violetta Fairchild, Aria Armgate und Charlie Eaglefeather. Herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir hier noch Alina Crazyfish, Max Silverpeak, Dorina Polarholm, dann komme ich, Susan Shycat, Celine Bluelord, Alexandra Overlook, Rowan Jungleman, Rebecca Cooltime, Tiffany Greatland, Kerstin Sweetstream, Jasmine B. Lake, Elena Springrock, Esther Castle Kin oder so, Nova Soundbow, Lila Snowwave und Vani Blueberry Pie. Und guckt mal, diesmal war die Gruppe komplett voll. 20 Leute waren in der Gruppe drinne und es waren wirklich sehr viele Leute, sehr viele gute Leute dabei. Und ja, Moorland Champi leider nur Platz 7. Vielleicht wird's beim nächsten Championat besser. Wir schauen einfach mal. So, Championat Nummer 5 ist das Fort Winter Championat. Ja, mag ich dieses Championat oder mag ich es nicht? Wenn ich gut durchkomme, mag ich es. Wenn nicht, dann nicht. Ja, ach, mal gucken. Wenn ich Glück habe, kriege ich eine Medaille. Und wenn nicht, dann nicht. Also bei mir ist es manchmal wirklich Glück, ob ich das schaffe oder nicht. Beim Moorland Championat war es ja so, da bin ich richtig gut durchgekommen und gut geritten, habe aber trotzdem nur den 7. Platz geschafft. Also mal gucken, wie es hier ist. Oh, durch das Gras bin ich jetzt aber richtig gut durchgekommen. Das hat mich gerade auf Platz 2 hochgeschleudert. Oh, okay. Diesen Platz darf ich jetzt nicht verlieren. Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Ich muss jetzt diese Abkürzung hier über diesen kleinen Hügel wagen. Okay, ich bin ein bisschen gesprungen, aber ich habe es trotzdem geschafft. Platz 2, das sieht doch schon mal richtig gut aus. Von hinten kommt auch schon jemand. Ja, einfach weiterrennen, nicht stehen bleiben und auch nicht den Hügel runterrutschen.
Ja, okay. Klappt gut, klappt gut. Ich bin Platz 3. Ob ich diesen Platz halten kann, weiß ich nicht. Okay, die Celine, die ist auf Platz 1. Ich bin auf Platz 2. Okay, aber ich glaube nicht, dass ich Celine aufhole. Irgendwie ist die schneller als ich. Ich weiß aber gerade nicht, warum. Vielleicht hat die irgendwo ein Reiten auf, ein Punkt auf Reiten mehr als ich. Kann ja sein. Vielleicht ist er auch Level 22. Ich bin ja Spieler Level 21. Das kann auch nochmal auf jeden Fall einen Vorteil bringen. Aber das sieht gut aus, Leute. Das sieht gut aus. Bis jetzt Platz 2. Also wenn ich jetzt am Anfang hängen bleibe, dann weine ich. Dann weine ich wirklich. Also das darf mir jetzt echt nicht passieren. Es kann auch alles passieren, Leute. Es kann auch alles passieren. Aber. Was? Platz 3? Platz 3 auf der letzten Sekunde. Na gut, egal. Ich habe eine Schleife. Das reicht mir. Boah, schade. Schade, schade, schade. Es hätte Platz 2 werden können, aber in der letzten Sekunde. Alexandra Overlook hat mich dann doch überholt. Na gut, egal. Aber ich habe eine Medaille. Immerhin. Ja, auf Platz 1 Celine Blue Lord. Auf Platz 2 Alexandra Overlook. Und auf Platz 3 bin halt ich. Kurz hinter mir ist Max. Oh, sorry, Max. Max Silver Peak. Dann kommt noch Dyrena Polarhome. Rowan Jungleman. Jungleman, genau. Jasmine Bee Lake, Ava Castle Stream, Nina Coldwind, Camilla Desert Cat, Elena Silverhunter, Niki auf Platz 11, was ist denn los? Vani Blueberry Pie, Isabelle Almond Mountain, Jamie Icepack Park, Quinn Dragon Clover, Mariana Silverwalker, Melly auf Platz 16. Was ist da schiefgelaufen? Cora Elfborn, Sandy Woodwarn, Lena Shipsky und Sakura Cloudheart. Auch dieses Mal, Championat war wieder komplett voll. 20 Leute waren in der Gruppe und ja, Platz 3. Wunderbar, zweite Medaille. Da kann ich auf jeden Fall nicht meckern. Champi Nummer 6, Golden Hills. Und ich hasse Golden Hills. Also ich mag es wirklich überhaupt nicht. Ja, ich kann natürlich auch Glück haben. Auch in Golden Hills Championat habe ich schon das ein oder andere oder die ein oder andere Medaille gewonnen, die ich jetzt vergessen kann, weil ich echt so dumm an diesen Kürbissen hängen geblieben bin. Bin ich überhaupt schon mal an diesen Kürbissen hängen geblieben? Ich glaube nicht. Das war jetzt richtig doof. Wie in den ersten zwei Champis, da bin ich auch am ersten Hindernis hängen geblieben und jetzt auch wieder an den ersten Hindernissen. Also, ja, keine Ahnung. Was ist los? Was zum Teufel ist los? Also, keine Ahnung. Irgendwie kann ich Champis viel besser reiten, wenn ich gerade kein Video aufnehme. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich da weniger quatsche? Vielleicht lenkt mich das Quatschen ab? Eigentlich nicht. Weil im Chumpi-Marathon, also der erste Chumpi-Marathon, den ich gemacht habe mit meinem englischen Vollblut, da habe ich ja auch die ganze Zeit geredet. Und da habe ich mega, mega, mega gut abgeschnitten. Aber jetzt irgendwie, ha, ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch das falsche Pferd. Vielleicht komme ich auch mit dem Araber-Pinto jetzt nicht so gut klar. Ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass er für mich persönlich manchmal ein bisschen zu wendig ist. Ja, ich weiß, klingt komisch, ist aber so. Manche kommen mit der Wendigkeit vom Araber Pinto jetzt nicht ganz so gut klar, weil es ist schon ein sehr, sehr agiles Pferd, sehr wendig. Schnell ist er natürlich auch. Und ja, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist nicht so mein Pferd. Ich meine, ich habe mit dem Araber Pinto auch schon vieles gerissen. Mit dem habe ich auch schon ein paar Schleifen gewonnen. So ist es nicht. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich komme mit anderen Pferden tatsächlich besser klar als mit dem Araber Pinto. Aber ihr seht ja, also langsam ist er nicht. Er ist sehr wendig. Platz 8, Platz 7 sogar, obwohl ich am Anfang so krass gefailt bin. Es ist tatsächlich in Ordnung. Oh, Max Silver Peak, ein Platz vor mir. Hat aber diesmal für Max auch wieder nicht so gut geklappt. Das letzte Mal war es besser. Max und ich haben uns übrigens letztens in, war das im Molland-Champi? Im Molland-Champi ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja, es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen mir und Max. Ich saß auf dem Trakehner und ich habe tatsächlich eine Goldmedaille geholt. Ganz, 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 ganz knapp. Und ja, vielleicht sollte ich doch mal auf ein anderes Pferd zugreifen. Ja, Platz 8 im Golden Hits Championat. Ganz okay dafür, dass ich es nicht gerne mag und nicht gut reiten kann und am Anfang gefailt habe. Ja, doch, war okay.
Meine allerherzlichsten Glückwünsche gehen natürlich an die Schleifchenträger. Das wären in diesem Falle Camilla Desert Cat, Dorina Polarum, oh Dorina, und Jessica Lightningfire. Herzlichen Glückwunsch. Mitgemacht haben noch Charlie Blueberry Daughter, Rowan Jungleman, Max Silverpeak, Nina Wolkenhand. Dann komme ich auf Platz 8. Alexandra Overlook, Hannah Beachland, Mariana Silverwalker, Leni Breezewill, Sabrina. Ghost Castle, Miranda Sky Knight und Tiffany Greatland. Ja, die haben mitgemacht. Golden Hits Champion, zum Glück habe ich es hinter mir. War okay und ja, auf geht's zum nächsten Championat. Champion Nummer 7 und es ist das Jurvik Stall Championat. Los geht's. Gucken wir mal, was wir da alles rausholen können. Wünscht mir Glück, wünscht mir Erfolg, wünscht mir Spaß. Soll ja immer wieder Spaß machen, aber manchmal ärgert man sich ja dann doch. Naja, gut. Es sind natürlich wieder mal sehr, sehr viele Pintos dabei. Niki reitet übrigens auch mit, ebenfalls mit ihrem Araber-Pinto. Oha, das war, glaube ich, gerade nicht so gut. So, hier braucht man nicht zu springen. Da kann man zum Glück einfach lang switchen, durchswitchen. So, jetzt kommt die erste heiße Phase mit diesen Pferden auf der Koppel. Oh, wie ich sie liebe. Ja, es ist eine Liebe, eine Hassliebe. Und da kam ich ja richtig gut durch. Okay, manchmal habe ich richtig große Probleme mit diesen Pferden. Aber jetzt, wow, oh Müll. Ja, den sammle ich lieber nicht ein. Nicht, dass ich abgelenkt werde. Hier ist eine Katze und ein Kürbis neben mir. Das heißt, ja, zwei, drei Leute sind vor mir. Ich bin auf Platz 4. Na, mal schauen, wie sich das entwickelt. Das sieht ja alles ganz gut aus. Und nein, ich werde die Abkürzung heute nicht nehmen. Mache ich wirklich nicht. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich traue mich das immer nicht. Es ist so selten, dass ich das mal schaffe. Deswegen, nee. Lasst mal. So, wer ist denn noch für mich? Celine und Victoria sind vor mir. Oh, die Kurve war groß. Das war jetzt nicht so gut. Zack, hier springen wir mal. So, die Kurve war wiederum sehr gut. Das sieht bis jetzt doch wirklich ganz gut aus. Wie gesagt, bis jetzt. Das kann sich ja alles noch ändern. So. Nein, keine Abkürzung. Die zwei Mädels nehmen die Abkürzung auch nicht. Aha, oho, okay. Wahrscheinlich trauen sie sich das auch nicht. Nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Nein. So, hier bin ich mal lieber gesprungen. Oh, das lief sehr gut. Ich bin immer noch Platz 3. Oh, wird es eine weitere Medaille? Das wäre natürlich gut. Wünsche ich sehr, sehr gut. Ja, der hätte ich schon durchspringen können. Mache ich aber nicht. Oh ja, oh ja. Oh ja. Und? Oh, da ist. Oh nein, Dorina. Nein. Wag es bloß nicht, Dorina, wenn du mir jetzt die Medaille nimmst. Gott sei Dank. Es ist zum Glück noch der dritte Platz geworden. Ja, Mensch, Dorina, da hast du mich ganz schön schwitzen lassen. Das war wirklich sehr, sehr knapp. Ja, herzlichen Glückwunsch an die Schleifchenträger. Celine, Blue Lord, Victoria, Gracer und ich auf dem dritten Platz. Ganz dicht dahinter Dorina Polarhome, Cora Wolfgay, Alexandra Overlook, Rebecca Kurt, Cool Time, Anouk Truthsea, Sabrina Ghost Castle, Edith Yellowwater oder Edith Yellowwater, Jamie Ice Park, Miranda Sky Knight, Nikki, schon wieder so weit hinten. Was ist los? Elena Silverhunter, Platz 13. Dann kommt Fiona Diamondmoor, Ruby, Bad Lake, Madison Cherry Sister und Alice Kittenchild. Jawohl. Die haben mitgemacht. Platz 3 ist es geworden. Schon zum dritten Mal der dritte Platz. Das ist ja fast wie beim letzten Champi-Marathon. Oha, okay. Jetzt muss ich mich aber. Jetzt hätte ich mich bei der wieder versprochen. Jetzt muss ich mich aber auf jeden Fall noch ranhalten. Ja, ich hoffe, dass ich bei den nächsten Championaten noch einen besseren Platz bekommen werde. Aber wir schauen mal. So, Championat Nummer 8 ist das Pony-Championat. Ja, und beim Pony-Championat kann ich ja logischerweise meinen Araber-Pinto nicht mitnehmen. Oh Gott, was ist los? Ich kann nicht mehr sprechen. Ja, und deswegen muss das kleine Pony herhalten. Und ich hatte gerade wieder ganz kurz vergessen, dass dieses Pony ja noch immer diesen komischen Sprung hat. Glaube ich zumindest. Ich probiere es mal kurz aus. Ja, hat es immer noch. Okay, krass. Ja, mit dem Sprung komme ich tatsächlich nicht so gut klar. Vielleicht hätte ich lieber ein Connemara-Pony oder sowas nehmen sollen. Oder ein Assateague-Pony oder so ein süßes Goatland-Pony. Was auch immer. Gibt genug Ponys. Oder vielleicht auch ein Welsh-Pony. Welsh-Pony sieht man so selten, ne?
Tja. Na, das Pony ist halt auch veraltet. Ich glaube, das ist das einzige Pony, was wirklich noch im alten Design daherkommt, oder? Weil das Connemara-Pony ist aus der Generation 3. Das Jovik Starter-Pony. Das Gotland-Pony. Das Assateague-Pony. Ja, irgendwie so, ne? Okay. Und ich habe gerade gekonnt übersehen, dass ich hier Platz 3 bin. Es springt drüber, springt drüber. Ja, das kannst du. Ja, Platz 2. Wuhu! Mein kleines, dickes Pony hat es geschafft. Platz 2. Sehr schön. Ja, dieses Mal kein Araber-Pinto unterm Popo und gleich mal eine bessere Platzierung bekommen. Es läuft, würde ich sagen. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch an die Platzierten, an die Schleifchenträger. Valentina Lightsparrow, Platz 2 bin ich. Und Alexandra Overlook, herzlichen Glückwunsch. Dann hat noch mitgemacht Celine Blue Lord, Zita Flower Nose, Flower Rose oder Flower Nose? Flower Nose, sorry. Anouk Frucy, Paula Jewel Feather, Rowan Jungleman, Victoria Gresser, Dorina Polarholm, Nancy Softcamp, Isabel Almond Mountain, Cora Elfborn, Tiffany Amber Fight, Pfizer, Sea Rain und Esther Kestskin. Castlekin. Meine Güte, was ist das für ein krasser Name? Ja, Pony-Championat war auf jeden Fall erfolgreich. Auf geht's zum nächsten Championat. So, wir sind beim 9. und somit auch beim letzten Championat angekommen. Genau, das ist das New Hill Quest Championat. Das New Hill Quest Championat. Oh mein Gott. Ja, auch dieses Championat gehört, oh Gott, gehört nicht zu meinen Lieblingschampis, weil es gibt auch hier wieder sehr viele Stolperfallen. Ich sag nur Sumpf zum Beispiel, der ist immer sehr tückisch, sehr kritisch und oh Gott, nein, nein, nein. Ich rede auch noch vom Sumpf und jetzt bleibe ich hier an so ein Holzstück kleben. Oh mein Gott, das fängt ja wieder mal sehr gut an. Immer am Anfang. Immer am Anfang. Ich verstehe es nicht. Das ist jetzt, glaube ich, schon das dritte oder vierte Championat, bei dem ich am Anfang hängen bleibe. Was mir ja wirklich... Oh. Ja. Was mir ja wirklich so gut wie nie eigentlich passiert, dass ich wirklich gleich am Anfang fehle. Wirklich, das passiert mir so selten. Und jetzt in diesem Champion-Marathon gleich so oft... Ach, was soll's. Da kann ich gleich mal hier die Abkürzung ausprobieren. Was? Was? Was ist los? Was? 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 Ich bin doch durchgeritten. Okay. 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 Es ist gelaufen. Es ist sowas von gelaufen. Oha. Okay. Das lief sehr schlecht. Sehr schlecht. Kurve zu eng genommen. Bin bei den Fliegen oder was das auch immer ist, nicht gesprungen. Hab die Fahne verfehlt, obwohl ich trotzdem durch den Mast durchgeritten bin. Wenn es kommt, dann kommt es richtig. Naja, gut, okay. Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass ich wenigstens noch unter die Top 10 bleibe. Unter die 10 Besten. Sonst wird es wirklich ein bisschen peinlich. Und nein, es liegt nicht am Araber-Pinto. Ich glaube, ich komme wirklich mit dieser Wendigkeit vom Araber-Pinto nicht wirklich so gut zurecht. Ich glaube, ich bleibe lieber bei meinem Trakehner. Mit dem habe ich auch schon so viel gerissen. Ja, es wird, glaube ich, der 10. Platz. Und ja, Platz Nummer 10. Ja gut, reden wir nicht weiter drüber. Ja, es sollte halt leider nicht sein dieses Mal. Aber egal, trotzdem gibt es wie immer Schleifchenträger. Und das sind in diesem Falle Celine Blue Lord, Jessica Lightningfire und Scarlet Whalepot. Herzlichen Glückwunsch. Wer ärgert sich denn da so schlimm? Auf jeden Fall, es hat noch mitgemacht. Ronja Greenwave, Kimmy Ironhawk, Samira Diamondstone, Dorina Polarholm, Anouk Trucy, Zita Flowernose, dann komme ich auf Platz 10. Rowan Jungleman, Jasmine Mystery Kite, Jamie Icepark, Josephine Sparrowcraft, Kyra Diamondstorm, Madison Cute Stop und... Ach nee, nicht und. Es kommen ja noch ein paar. Ja, Madison Cute Top, sorry, Pia Strongwood, Madison Cherry Sister, Astrid Kittenhill und Alexandra Overlook. So, das waren jetzt aber alle. Ja, und das Championat ist jetzt vorbei. Also nicht das Championat, der Champion-Marathon. Also ja, das Champion und der Champion-Marathon. Ach, egal.
So, ihr Lieben, wie bereits gerade erwähnt, der Champi-Marathon ist vorbei. 9 Championate waren es am Stück. 4 Medaillen konnte ich insgesamt ergattern, also ja, knapp unter der Hälfte. Bei 9 Championate müssten es eigentlich 4,5 Championate sein. Aber man kann ja kein halbes Championat gewinnen oder reiten. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ich glaube, jetzt muss ich mal ganz kurz in meinen Rucksack gucken, was ich alles hatte. Genau, einmal Bronze beim Viergruft-Championat, nochmal Bronze beim Fort-Pinta-Championat, nochmal Bronze beim Jorvik-Stall und einmal immerhin der zweite Platz beim Pony-Championat. Also ich würde sagen, ja, zur Hälfte erfolgreich gewesen. Ich fand's okay. Manche Platzierungen waren gut, manche halt wiederum nicht. Ja, ich bin trotzdem zufrieden. Und ja, an dieser Stelle endet der Champi-Marathon. Ich hoffe, es hat euch wenigstens ein bisschen unterhalten und gefallen. Und ich hoffe, wir sehen oder hören uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.